Der spirituelle Name Daya. Daya ist ein spiritueller Name für Aspirantinnen und dieser Name drückt aus Mitgefühl, Liebe, Erbarmen, Sympathie und alles Gute. Daya ist ein Name, der die Liebe ausdrückt. Wenn du Daya heißt, dann kannst du dir sagen, ja, ich möchte Liebe leben, ich möchte Mitgefühl leben und möchte auch Mitgefühl zu anderen haben, auch zu mir selbst. Ich möchte auch anderen mein Mitgefühl schenken, ich möchte Gutes tun, denn da hat auch etwas mit Geben zu tun. Daya ist auch diejenige, die gibt, diejenige, die schenkt, diejenige, die anderen etwas gibt. Wenn du den Namen Daya hast, dann drückt es auch aus, du willst mehr geben. Wenn du mehr gibst, dann empfängst du auch mehr. Das ist ja auch die Symbolik von Lakshmi. Du empfängst und du gibst. Du schenkst dein Mitgefühl und spürst Liebe. Du empfängst Liebe, du gibst Liebe. Und du willst aus Liebe und Mitgefühl handeln, nicht um etwas zu bekommen, nicht um aus Kränkung, nicht aus Emotionen willst du Dinge tun, sondern aus Mitgefühl und Liebe. Es gibt einen längeren Vortrag von mir über Daya, der sowohl als Video als auch als Niederschrift erhältlich ist, nämlich auf wiki.yoga-vidya.de/daya.